dann steigt die Stimme. Hier ist sogar Empfang. Das ist mein Rekord. Der Mausrekord. Wie bei uns hier in der Schule. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, ich muss zum Unterricht. Ja, ich habe es nicht vergessen, der macht den Livestream. Jetzt sind wir mit zwei Leuten am Livestream. Willst du das Handy bitte? Gleich oder gleich? Wenn ja. Dann gehe ich gerade nach vorne und filme. Ja. Gleich. Ich komme sofort. Dann nehme ich es an. Nee, ich kann so lange filmen, bis wir dran sind. Ja, super. Und dann, genau, dann übernehme ich und dann nimmst du es wieder. Ja. So, das ist die Veranstaltung hier in Heilsbronn. Und ich glaube, hier geht es jetzt los. Hier machen sich die Leute schon lustig, dass ich hier wieder mit Kamera rumrenne. Ich komme mal zu euch. In deiner typischen Handbewegung, ne? Darf ich filmen? Ja. Wegen Ihnen sind wir hier. Nein, wegen dir bin ich hier. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und das ist jetzt das Kammerorchester von Heilsbronn? Ich glaube schon. Super. Krass, ne? Wahnsinn, was die Manu hier aufgezogen hat. Ne? Also hier fehlt so nichts. Absolut. Hast du schon mit den Schwarzwaldmädels gequatscht? Nee, die haben mir noch keine Schwarzwälder Kirsch gegeben. Herzlich willkommen hier zu dieser Benefizveranstaltung für das Ahrtal. Für die immer noch leibende Not
auch wenn das Ahrtal aus der Tagespresse verschwunden ist. Sie sind vielleicht manche erstaunt über diesen schwungvollen Einstieg, das wollten wir bewusst so. Und vielen Dank an Chris Lebock und das Heilsbronner Hammerorchester. Sie alle, eine bunte Mischung aus Betroffenen, aus Helfern, aus Interessierten und auch aus Spendern und Sponsoren, Sie alle sind für uns VIPs, very important person. Trotzdem begrüße ich namentlich Herrn Arthur Auerhammer, Mitglied des Bundestags, Andreas Schall. Vielleicht machen wir es dann in Gruppe, dann stehen Sie alle zusammen auf und wir klatschen und freuen uns, dass Sie unter uns sind. Andreas Schall, Mitglied des Landtags und Bezirksvorsitzender der CSU. Nein, Ansbacher Vorsitzender und sonst Stellvertreter, genau. Dann begrüße ich den Herbert Lindörfer, Bezirksrat, Bürgermeister in Flachslanden. In Feucht. Ach, das ist unsicher. Entschuldigung. Also, aber wir haben auch einiges an Bürgermeistern unter uns. Die Birgit Riesner, Vizepräsidentin der Regierung von Mittelfranken. Hans Henninger, stellvertretender Landrat, Flachsland und Bezirksrat. Ja, das sind die Sachen, die einem so kurz davor immer noch zugeflüstert waren. Herzlich willkommen. Dann den Dr. Jürgen Pfeiffer, den Bürgermeister hier von Heilsbronn und seinen dritten stellvertretenden Bürgermeister Sebastian Buhl. Mein Name ist Klaus Buhl und es ist kein Zufall, dass ich so heiße wie der dritte Bürgermeister. Ich bin kurzfristig eingesprungen. Es hat sich so ergeben, dass ich die Moderation für diesen Abend übertragen bekommen habe. Ich bin hier aus Heilsbronn und war jahrelang in der Bildungsarbeit tätig. Warum sind wir eigentlich hier? Eigentlich wissen es diejenigen, die sich für diesen Abend angemeldet haben oder gekommen sind. Wir wollen trotzdem noch Antworten dazu hören von Personen, von Organisationen, die uns genau sagen können, um was es heute Abend geht. Von daher will ich auf der Bühne Veranstalter Theo Huber und Jacqueline Heinemanns und die Buchautorin der Helfergeschichten Annette Baumgarten. Die Organisation, hinter der diese ersten beiden stehen, und es ist ja auch groß aufgedruckt, aber hinten kann man es sicher nicht mehr lesen, heißt Theo Huber hilft, und sie möchten Ihnen selber bitte erklären, was da dahinter steht. Ja, zunächst einmal einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich riesig, dass so viele hier erschienen sind, dass wir euch ein bisschen was erzählen können und gemeinsam wieder was für die Flutgebiete und fürs Ahrtal machen können. Wir sind beide sehr nervös. Ich glaube, das ist ein bisschen Verständnis. Aber um euch zu sagen, warum wir heute hier sind, würde ich gerne ganz kurz zurückspringen zu Tag 3. An Tag 3 kam ich ins Ahrtal. Und ich habe für mich gedacht, wäre ich in der Situation, was würde ich brauchen? Und das war Menschen mit Herz, die anpacken. Und somit bin ich hingefahren mit einer kleinen Gruppe und habe angepackt. Also alles, was man sich vorstellen kann am Anfang, also Schlamm gestemmt und so weiter. Und ich habe dann immer wieder gedacht,
Der erste Tag war für mich so, als würde ich in ein anderes, fremdes Leben eindringen und die ganzen Erinnerungen wegschmeißen. Die Betroffenen haben uns das Vertrauen geschenkt, diese Entscheidung uns zu tragen. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen bereut, ja, aber manche haben wirklich nachgedacht und denen hat das so wehgetan, diese privaten Dinge wegzuschmeißen, ja, dass es noch tief drin ist. Und ich habe immer weiter geholfen und auch Gespräche geführt, sehr viele. Wie gesagt, also ich bin bis jetzt unterwegs und erfahre immer noch sehr viel. Und um das halt zu verarbeiten, habe ich ein Gedichtebuch geschrieben, wo Geschichten von ja, Helfern, auch Betroffenen, wiedergespiegelt werden in Gedichten. Und um den Betroffenen einfach die Chance zu geben, das alles verarbeiten zu können. Weil viele konnten nicht reden, dann können sie es vielleicht lesen, dann können sie es vorlesen und dann können sie vielleicht darüber reden. Und für mich ist immer noch das Helfen liegt mir sehr am Herzen. Und wir sind nach Fulda eingeladen worden, zu Wilhelm. Also ich für eine Vorlesung von meinem Gedichtebuch. Und ja, dazu später mehr. Ja, auch ich bin eingeladen worden von unserem Wilhelm Hartmann. Der Wilhelm hat bei einer Messeveranstaltung, da haben wir 100 Quadratmeter Platz kostenfrei zur Verfügung bekommen. Der Wilhelm hat gerufen, wir machen Werbung, wir sammeln Spenden fürs Ahrtal, da waren natürlich alle dabei. So kam es dann, dass ich die Jacqueline kennengelernt habe. Wir haben uns unterhalten und da waren sehr, sehr viele Parallelen. Ich muss dazu sagen, mein Anfang war 2 Wochen nach der Flut, 135 Kilometer vom Ahrtal entfernt, in Irl, in der Nähe von Bitburg. Ich war da, der Ursprung war für mich eigentlich der Gedanke, ich gehe da 2 Wochen in den Handwerkerferien und dann müsste es ja gut sein. Ich war dann, der erste Tag da, es war klar, das hast du in 2 Wochen niemals. Ich bin heute noch dabei, in Irl haben wir mehrere Aktionen gestartet. Dann kamen so nach und nach die Kontakte über den Wilhelm und man hat noch einen den Kontakt von Markus Überfürth zugesteckt. Zu Markus, ich habe ihn vorhin schon verfolgt, durch ihn wusste ich, was da die Lage ist. Ja, und wir hatten Markus ein Dreivierteljahr WhatsApp-Kontakt, über Sprachnachrichten, kannst du mir da was, kannst du mir da was. Und es hat einfach so wunderbar funktioniert und so hat man dann immer mehr von der ganzen Helfer kennengelernt. Und ja, und dann eben dieses Fulda. Wir haben dann unsere Nummern ausgetauscht, haben dann teilweise die Betroffenen gemeinsam besucht. Und dann war der Gedanke da, wir können mehr und wir möchten mehr. Und dann kam der Gedanke mit dem Verein, mit Theo Huber-Hilft. Das haben wir geschafft. Wir hatten die Vereinssitzung erfolgreich abgeschlossen, wir sind mittlerweile ein Verein in der Gemeinnützigkeit und planen, beziehungsweise meine Idee war schon relativ schnell, wie schaffen es wir, all die vielen, vielen Helfer gezielt mit den Behörden zusammen zum Helfen zu bringen, wenn irgendwo eine Katastrophe, ob es nun groß ist oder klein, dass wir Aufrufe machen können, dass wir die kanalisiert leiten können. Es wird eine Plattform geben, ich möchte jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Die wird in Kürze online gehen, wenn wir in Zusammenarbeit mit der Behörde freiwillige Helfer deutschlandweit koordinieren können. Danke für diesen ersten Eindruck. Jetzt habe ich noch die Annette Baumgartner hier stehen. Die hat sich sehr engagiert als Fotografin, ich könnte auch sagen als Fotojournalistin und ist die Buchautorin zweier Bücher aus der Reihe Helfergeschichten. Bitte sag uns doch mal, wie du dazu gekommen bist und was das mit dir gemacht hat. Ja, also mein Name ist Annette Baumgartner, ich bin seit Tag 5 im Ahrtal gewesen als Helferin und ich bin dann als Fotografin ins Ahrtal gegangen und habe die stillen Zeitzeugen eingefangen, also Gegenstände,
die irgendjemanden mal gehört haben, und habe das in ein Buch gepackt und habe dann damit Spenden generiert. Und irgendwann kam mir die Idee, den großartigen Helfern eine Stimme zu geben, und habe einen Aufruf gemacht. Und viele Helfer haben mir dann eine Geschichte geschickt oder ihre Geschichte geschickt, und die habe ich in ein Buch gepackt. Und ja, das war sehr emotional für mich, wie auch für ganz viele Leser, die mittlerweile das Buch haben. Und also ich hoffe, also es ist ein wichtiges Zeitdokument, so wie ganz viele andere Bücher, die wir hinten am Bücherstand haben, von Marco Martin, der ja nachher noch aus seinem Buch vorliest, von Markus Wipperfürth, wo die Sandra Fischer geschrieben hat. Das wird auch nachher noch vorgelesen. Also gerne das Zeitdokument mitnehmen, weil das sehr, sehr wichtig ist, um die Erinnerungen und das Geschehene festzuhalten. Ja, und wir wollen ja an diesem Abend auch Finanzen generieren, und von daher sind wir natürlich dankbar für jedes Buch, das hier auch gekauft und mitgenommen wird. Sie finden ja weitere Stände, Sie haben Weinstände außen, die Schwarzwaldmädels kochen auf, da können Sie später sich auch noch was holen. Also ruhig mal den Geldbeutel ziehen. So, Christian, wir kommen zum Ceylon-Pub. Wir hören jetzt einige Grußworte aus den Reihen der Politik. Ich bitte dich, Dr. Jürgen Pfeiffer, mit dem ersten Grußwort als Regionaler, als Bürgermeister von Heilsbronn.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stadt Heilsbronn heute Abend herzlich begrüßen und ich bin froh, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich selbst durfte in meiner Amtszeit oder musste in meiner Amtszeit schon in doch einigen Häusern auch in unserer Kommune stehen, durch die das Hochwasser durchgegangen ist. Und ich sage Ihnen, wenn Sie in die Gesichter der Betreffenden schauen, dann geht es wirklich unter die Haut. Und so war es für mich selbstverständlich, als du, Manuela, mich angerufen hast und gesagt hast, ja, du möchtest eine Veranstaltung für das Ahrtal machen. Ich kenne das Ahrtal und die Situation dort, was sich im Juli 2021 abgespielt hat, nur vom Fernsehen. Aber ich denke, wir müssen hier alle zusammenhalten und es gibt viele Anlässe, für die wir zu Recht spenden. Aber ich denke, wir müssen auch alle gemeinsam daran arbeiten, dass das Ahrtal nicht vergessen wird. Und dadurch, dass Sie heute Abend so stark hier sind, hoffe ich, dass wir ein starkes Zeichen an die Betroffenen im Ahrtal senden, dass wir dort Hoffnung und Mut stärken. Und ich darf Sie auch um Ihre Spenden bitten. Und danke allen, die heute Abend sich engagieren, damit dieser Abend gelingt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Buhl, sehr geehrte Frau Lang, sehr geehrte Helferinnen und Helfer, werte Mitgäste. Die Politik ist ja immer dafür zuständig, Strukturen zu schaffen und Rahmenbedingungen. Und dann passieren Dinge, für die es keine Strukturen gibt, zumindest keine ausreichenden. Und es ist dann das, was beispielsweise hier im Ahrtal passiert ist. Und das sind einmal Schicksalsschläge für eine ganze Region, aber hinter diesen Schicksalsschlägen für eine ganze Region stecken natürlich auch unglaublich viele Einzelschicksale. Der Bürgermeister Jürgen Pfeiffer hat es gerade eben schon erwähnt, wenn man dann in einem Keller steht und man sieht, was darum passiert ist. Und jetzt ist im Ahrtal ja nicht bloß der Keller betroffen, sondern da sind ja ganze Existenzen, ganze Grundlagen vernichtet worden. Und dann kommt zum einen vielleicht auch manchmal der Gedanke, wer ist schuld? Die Frage führt selten weiter. Aber auf der anderen Seite sieht man dann durch diese vielen Helfer, einerseits der Organisationen, ob es jetzt Feuerwehren, Rettungsdienste, THW sind ja heute auch viele Vertreter da, diese Strukturen, die da sind. Man darf dabei aber nie vergessen, dass es sich um Ehrenamtliche im allergrößten Teil handelt, die das zwar in diesen Strukturen machen, aber eben doch viel, viel Freizeit in dieses Ehrenamt investieren. Und dann gibt es die Helfer, die sich einfach ganz spontan, wie viele Initiativen, auch die heutige, zusammenfinden und sagen, wir müssen da jetzt angreifen, wir müssen da was machen. Und ich finde, es ist ein ganz großes Zeichen von Menschlichkeit, eine großartige Menschlichkeit, die hier zum Tragen kommt. Und die kann keine politische Struktur, kein politischer Plan, den man irgendwo in der Schublade hat, jemals abbilden. Diese Menschlichkeit, das ist wirklich gesellschaftlicher Zusammenhalt in seiner allerbesten Form. Und wer an der Gesellschaft zweifelt, und manchmal hat man ja jeder von uns wahrscheinlich so seine Zweifel, wo das alles hinführt, und der schaut sich dann sowas an, was da passiert, in so einer wirklich schlimmen Situation, wo Menschen einfach anpacken, helfen, ob durch Spenden oder einfach wirklich durch das ganz Persönliche mithelfen. Das ist großartig und es macht uns als Gesellschaft aus. Und diese Hilfsbereitschaft, die ist es, die man wirklich gar nicht hoch genug schätzen kann. Und da bleibt es eigentlich allen Beteiligten nur zu danken und den allergrößten Respekt zu zollen. Das ist wirklich großartig. Und ich darf diesen Respekt und die allerbesten Grüße auch von den Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Arthur Auerhammer, und von dem Kollegen Herbert Lindörfer aus dem Bezirkstag hier an Sie heute überbringen. Es ist uns eine Ehre, dass wir heute hier mit dabei sein können und wir hoffen auch, dass wir zusammen alle miteinander heute in diesem Raum finanziell ein großes Zeichen setzen können für diese Hilfsbereitschaft, dass die Helfer, die vor Ort sind, einfach ihre Aufgaben weitermachen können. Herzlichen Dank für das großartige Engagement, das von hier auch ausgeht, das von Heilsbronn ausgegangen ist und dass all diese vielen Helfer
in diesen schlimmen Schicksalsstunden im Ahrtal mit eingebracht haben und bis heute einbringen. Herzlichen Dank und hoffentlich packen wir da noch ein wirklich schönes Zeichen zu setzen. Danke. Ja, Frau Riesner, Vizepräsidentin der Regierung von Mittelfranken. Ja, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte liebe Frau Lang, ein herzliches Grüß Gott an alle Anwesenden, vor allem natürlich an alle Helferinnen und Helfer, an alle Besucherinnen und Besucher der heutigen Veranstaltung, besonders an alle Flutbetroffenen der verheerenden Katastrophe im Ahrtal. In Vertretung der Bayerischen Staatsregierung darf ich mich heute bei Ihnen, Frau Lang und Herr Dr. Pfeiffer, recht herzlich für die freundliche Einladung bedanken. Ich bin sehr gerne gekommen heute. Sehr geehrte Damen und Herren, auch in unserer Region hat die Häufigkeit von Großschadenslagen und Katastrophen in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Katastrophe vom Juli 21 in der Region des Ahrtales überstieg allerdings die Vorstellungskraft von uns allen, auch von den Personen und Stellen, die in ganz Deutschland mit solchen Katastrophen zu tun haben. Wie wir alle wissen, kam es vor 2 Jahren dort zu diesen unglaublichen Regenniederschlägen. Innerhalb kürzester Zeit war das gesamte Tal regelrecht überflutet, ganze Ortschaften wurden weggerissen. Nach der Flut bot sich ein Bild der Verwüstung, wie man es sonst nur aus Kriegsregionen kennt. Tausende Menschen haben in wenigen Stunden alles verloren, was sie hatten. Ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihr gesamtes Hab und Gut, zum Teil ihre Existenzgrundlagen und in den schlimmsten Fällen ihre Angehörigen. Der Gedanke an das, was die Menschen im Ahrtal durchgemacht haben, geht mir und sicherlich auch Ihnen allen unter die Haut. Die Schäden und Opfer sind uns noch gegenwärtig. Heute soll es darum gehen, nicht zu vergessen, was damals geschah, am Ball zu bleiben, weiterzumachen, aber auch vor allen Dingen einmal Danke zu sagen. Danke an all diejenigen, die sich damals wie heute engagieren. Sei es, dass sie heute hierher zu dieser Benefizveranstaltung gekommen sind, sei es, dass sie damals mitgeholfen haben, oder als jemand, der heute nur hier ist und einen finanziellen Beitrag bringt, indem er hier etwas kauft, isst, Getränke zu sich nimmt, was auch immer. Nicht vergessen möchte ich natürlich auch den Einsatzkräften zu danken, aus den verschiedensten Organisationen des Katastrophenschutzes, die damals und heute noch mithelfen, sowie die tatkräftige Hilfe auch der Bundeswehr. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Ihren selbstlosen und keinesfalls selbstverständlichen Einsatz. Bitte geben Sie meinen Dank, meinen Respekt und meine Anerkennung auch an all Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter weiter. Ihre Hilfeleistung und Ihre Solidarität war eine große Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen der Flutkatastrophe. Sie war und ist aber auch ein Zeichen, das für unsere Gesellschaft so wichtig ist. Denn nur miteinander können wir die Herausforderungen und auch die Katastrophen, wie wir sie in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, bewältigen oder zumindest ihre Auswirkungen etwas abfedern. Nur wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten, kann denen, die buchstäblich am Boden liegen, schnell geholfen werden. Ein Zitat des römischen Philosophen Seneca drückt das sehr gut aus und darum möchte ich es Ihnen hier sagen. Wir sind für die Gemeinschaft geboren. Die Gemeinschaft gleicht einem Gewölbe aus Stein, das einstürzen würde, wenn die einzelnen Steine sich nicht gegenseitig stützten und so das Gewölbe hielten. Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Hilfeleistung und Ihren vorbildlichen Gemeinsinn an alle Helferinnen und Helfer. Ich wünsche Ihnen allen heute Abend hier ein paar schöne Stunden und gute Gespräche. Vielen Dank.
bedanke mich bei den Grußvorträgern für die klaren, präzisen und tatsächlich kurz gehaltenen Grußworte. Vielen Dank an Sie. Jetzt bitte ich nochmal Christel Ock mit dem letzten Stück. Herzliches Dankeschön, auch in Form zumindest einer Rede. Lass Blumen sprechen. Sind die von Blumen? Wenn der Helmer erstmal so eine Kapelle hat, ne? Ja, Helmers Kapelle. Businessplan, wie lange braucht er noch? Wer? Wie lange? Helmer? Ja. Ich glaube, das ist kurz vor dem Durchbruch. Mit deiner Kapelle, wie weit bist du? Das sind gleich so weit. Jetzt sollten wir mal auf andere Gedanken kommen. Hochkonzentriert.
Die wieder am Knuddeln hier. Ja, ja. Zwischendrin ein kleiner Aufruf, wer es noch nicht getan hat. Im Foyer finden Sie drei Bilderrahmen, die von einer Künstlerin gestaltet sind, die später auch noch auftreten wird. Bitte hinterlassen Sie alle uns Ihre Unterschrift. Sie werden gegen Ende von der Veranstaltung noch erfahren, was damit passiert. Sie brauchen keine Angst haben, es passiert nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Da wird Marco Martin auf die Bühne kommen. Er wird uns vorlesen aus einem Buch, aus seinem Buch, Nichts mehr so, wie es war. Es ist einfach erschütternd, aber auch mitreißend. Ich habe das Buch in 1,5 Tagen verschlungen. Seine Lesung wird begleitet von dem Ahrtal-Barden Helmer Hoffmann und er wird dann auch noch ein Lied singen. Ich bitte euch beide auf die Bühne zu kommen. Hallo? Ja, hallo, guten Abend alle zusammen. Mein Name ist Marco Martin. Ich bin aus dem Ahrtal, bin da geboren, aufgewachsen und lebe heute noch da. Ist meine Heimat, tief im Herzen verwurzelt. Und ich möchte an dieser Stelle mal die Gunst der Stunde nutzen und allen hier Anwesenden herzlich fürs Kommen zu danken. Alleine durch eure Anwesenheit unterstützt ihr schon unsere Heimat und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Ich werde euch einen kleinen Teil aus meinem Buch vorlesen. Ich entschuldige mich wahrscheinlich schon mal im Voraus. Also das, was ich jetzt lese, hat es teilweise in sich. Und es reißt alte Wunden wieder auf. Bilder kommen automatisch in den Kopf. Geräusche, Gerüche, die wir über Wochen und Monate ertragen mussten. Und ich gebe mein Bestes, dass es unfallfrei über die Bühne geht, aber falls nicht, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ja? Also ich beginne mit der Erzählung. Am 14.07.2021, circa 5 Stunden bevor das Wasser kam, damit ihr wisst, wo ihr jetzt dran seid. Also, die Ahr lag zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Flussbett. Die Wassermassen waren schlammig, braun, wild und aufgewühlt.
Riesige Bäume, ganze Bäume mit Wurzeln, trieben in der Ahr. Teilweise 10 Meter lange Bäume. So etwas hatte ich bis dato in der Ahr noch nicht gesehen. Trümmer trieben vorbei. Keine Ahnung von wo, von Wohnwagen oder etwas Ähnlichem. Ein kleiner Anhänger trieb vorbei, vereinzelt Weinfässer. Ich fuhr weiter bis nach Dernau und bog an der Brücke links ab Richtung Daganova. Hier war die Ahr hoch, aber auch hier lag sie noch in ihrem Flussbett. Ich schaute mir das Schauspiel circa 5 Minuten an und fuhr dann wieder nach Hause. Dort setzte ich mich mit meiner Freundin und meinen Eltern in Verbindung und schilderte, was ich gerade gesehen hatte. Die Unruhe in mir wuchs von Minute zu Minute, denn ich wusste, dass das, was ich dort in der Ahr gesehen hatte, nicht normal war. Es war jetzt circa 18.30 Uhr und ich entschloss mich, mit dem Auto zum Bauhof zu fahren, um Sandsäcke zu holen. Leider musste ich feststellen, dass ich nicht der Einzige war, der diese Idee hatte. Eine etwa 200 Meter lange Autoschlange stand im strömenden Regen vom Bauhof in Bachen bis zur Erich-Kästner-Schule. Eine halbe Stunde stand ich dort, als ich mich entschloss, wieder nach Hause zu fahren. Bei der Fahrt über die Piusbrücke sah ich, dass die Ahr noch immer in ihrem Flussbett lag. Sollten wir vielleicht doch Glück haben wie 2016? Zu Hause angekommen, schrieb ich meiner Freundin über WhatsApp, dass ich keine Sandsäcke mehr bekommen hatte. Eine halbe Stunde verging und ich war unruhig. Ich war sehr unruhig. Um ca. 19.30 Uhr erreichte mich dann ein Video, in dem zu sehen war, wie ein Wohnwagen mitten in der Ahr auf die St. Nepomuk-Brücke in Rechtsum trieb. Man sah, wie der Wohnwagen die Brücke einschlug und mit einem krachenden Geräusch zerrissen wurde, bevor er dann von den Wassermassen verschluckt wurde. Hoffentlich war dort niemand mehr drin, dachte ich mir. Ich versuchte mich zu erkundigen, wie der Pegelstand der Ahr bei Alpenahr zum Zeitpunkt war. 2016 beim Hochwasser war der Höchststand bei etwa 3,71 Meter gemessen worden. Zu diesem Zeitpunkt lag der Pegel etwa im selben Bereich wie 2016. Das beruhigte mich zu diesem Zeitpunkt zwar etwas, da es aber noch immer regnete, wusste ich, dass das nicht gut war. Ich entschloss mich, mein Auto auf meinen Stellplatz zu fahren, der circa 3 Meter tiefer unter dem Mietshaus lag, wo ich wohnte. Ich versuchte mich etwas zu beruhigen und kochte mir etwas. Dann setzte ich mich auf die Couch, auf der ich kurze Zeit später einschlief. Ich war noch etwas geschwächt von dem Eingriff im Krankenhaus und schlief in dieser Zeit etwas mehr als sonst. Als ich wieder wach wurde, schaute ich aus dem Fenster und es hatte tatsächlich aufgehört zu regnen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir etwa 21.30 Uhr. Ich erkundigte mich kurze Zeit darauf über den Pegelstand der Ahr in Alpenahr. Es war jetzt ca. 22 Uhr. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. 5,75 Meter Pegelstand, über 2 Meter höher als 2016. Jetzt war mir klar, das geht nicht gut. Ich versuchte, meine Freundin zu erreichen, diese ging aber nicht ans Telefon. Also zog ich mich an. Eine Jogginghose und eine normale Jacke zog ich mir schnell über. In dieser Hektik vergaß ich, mein Handy mitzunehmen. Ich ging in den Keller und holte mein Fahrrad, um zu meiner Freundin zu fahren. 14.07. ca. 22.30 Uhr. Ich setzte mich also auf mein Rad und fuhr zu meiner Freundin. Ich wollte mir noch einen Eindruck verschaffen, wie es jetzt direkt an der Ahr aussah. Ich war Richtung Obertor unterwegs und bog von der Ehrenwaldschen Klinik rechts in die Straße ab. Beim Abbiegen hörte man die Ahr schon tosen. Es war eine Geräuschkulisse, als würde man direkt vor einem Wasserfall stehen. An der Brücke angekommen waren schon mehrere Personen vor Ort, die das Schauspiel beobachteten. Ich konnte die Ahr von da, wo ich stand, nicht sehen, aber das, was man hören konnte, reichte schon. Man konnte gut hören, dass Holz und Trümmer immer wieder gegen die Metallbrücke donnerten. Ihr kennt bestimmt alle das Geräusch, wenn man mit einem Stück Holz auf ein Metallgeländer schlägt. Genauso war es hier auch, nur viel lauter und mit viel mehr Wucht. Je nachdem, was gegen die Brücke donnerte, konnte man sogar das Schwingen der Brücke auf dem Asphalt spüren. Ich sagte nur zu mir, ach du Scheiße, Entschuldigung. Und ein Mann, der neben mir stand, antwortete, ja, das kannst du laut sagen. Mir war nicht bewusst, dass ich das so laut gesagt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt, es war jetzt etwa 22.50 Uhr, hatte es zumindest in unserem Bereich keinerlei Warnungen gegeben. Ich setzte mich wieder auf mein Rad und fuhr an den Ehrenwaldschen Kliniken vorbei, Richtung A-Tor. Die Geräuschkulisse direkt rechts neben mir war echt der Wahnsinn.
An der Arthurbrücke angekommen sah ich auch hier sehr viele Personen, die sich das Schauspiel anschauten. Inzwischen war es kurz vor 23 Uhr. Die Polizei und Feuerwehr stand auf der Arthurbrücke und forderte die Menschen auf, das Gebiet zu verlassen. Also fuhr ich weiter Richtung Wachemerstraße zu meiner Freundin. Es waren sehr viele Leute unterwegs, teils aufgeregt, so wie ich, andere entspannt, zumindest sah es so aus, als wären sie entspannt, und einige machten sogar noch Witze und lachten. Das kam mir in diesem Moment alles sehr, sehr seltsam vor. Bei meiner Freundin angekommen, klopfte ich an der Haustür. Die Klingel war defekt. Es öffnete mir leider niemand. Ich hörte laute Musik aus dem Haus und wusste, okay, die Mädels, meine Freundin und ihre Töchter machen wieder Party. Also setzte ich mich auf mein Rad und fuhr Richtung A in Höhe des Arbeiter-Schwimmbads. Auch hier standen wieder sehr viele Menschen am A-Ufer. Jetzt sah ich die A zum ersten Mal. Ich schätze, zu diesem Zeitpunkt fehlten noch ca. 20 cm bis zum Ufer. In diesem Bereich ist die A normalerweise ca. 30 cm tief. Nochmal etwas 4 Meter Höhenunterschied sind es von der A bis zum Uferrand. Die A war also jetzt schon knapp 4 Meter höher als normal. An mir liefen Leute vorbei, die Witze machten wegen dieser Situation. Ich sagte zu ihnen, Leute, das hier ist nicht mehr lustig. Dann traf ich den Besitzer des Fitnessstudios, in dem ich trainieren ging. Wir unterhielten uns kurz über die Lage und waren uns einig, dass wir, anders als 2016, dieses Jahr nicht trocken davonkommen würden. Er war auch ziemlich nervös, sein Haus liegt etwa 150 Meter von der A entfernt. Er erzählte, dass seine Tochter in Heppingen unterwegs sei und dass er jetzt schauen müsste, dass sie nach Hause kommt. Er würde keine Ruhe haben, wenn er nicht wüsste, wo seine Tochter unterwegs sei. Im selben Moment wurde direkt vor uns ein großer Baum samt Wurzeln einfach umgerissen, als wäre es ein Spielzeug. Wir schauten uns beide an und sagten, es wird Zeit wegzukommen. Ich fuhr wieder zum Haus meiner Freundin, wo mir unser Nachbar Andi begegnete. Er war unterwegs Richtung A. Sein Haus lag noch näher an der A als das meiner Freundin. Ich sagte, Andi, das geht nicht gut. Laut Pegelstand aus Arbeiter kommen noch 2 Meter mehr als 2016 hier an. Er schüttelte den Kopf und sagte noch etwas, was ich aber nicht verstand und ging dann weiter Richtung A. Ich war nun wieder bei meiner Freundin angekommen. Ich klopfte wieder. Diesmal wurde aufgemacht und die beiden Töchter meiner Freundin Hanna und Nele waren ziemlich überrascht, mich so spät noch zu sehen. Wo ist eure Mama, Hanna? Sie ist im Schlafzimmer. Ich glaube, die Mama wird schlafen gehen. Daraus wird, glaube ich, nichts werden, sagte ich zu Hanna und ging die Treppe zum Schlafzimmer hoch. Und tatsächlich, meine Freundin saß im Schlafanzug auf der Bettkante und wollte sich gerade hinlegen. Ganz erstaunt schaute sie mich an und fragte, was machst du denn noch so spät hier? Mit großen Augen schaute ich sie an. Schatzi, hast du nicht gesehen, dass ich dich angerufen habe? Ich denke, das Wasser kommt. Kaum hatte ich das gesagt, gingen draußen die Sirenen los. Es war jetzt kurz vor 23:30. Schnell zog sie sich etwas über und wir gingen auf die Straße. Ich blickte Richtung A, aber dort war alles ruhig, nichts zu sehen. Dann sagte meine Freundin zu mir, Marco, da kommt das Wasser. Ich fragte, wie? Aus der Richtung A kommt doch nichts gelaufen. Sie sagte, nein, das Wasser kommt über die Straße aus Richtung des A-Tors gelaufen. Jetzt konnte man sehen, dass sich das Wasser im Licht der Straßenlaternen spiegelte.
die Flucht. Ab diesem Zeitpunkt begann ich nur noch zu machen und zu tun. Der Kopf war irgendwie ausgeschaltet, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Ob das Sinn machte, war in diesem Moment egal. Ich begann einfach zu tun. So begann ich, die 15 Zementsäcke einen nach dem anderen aus dem Keller zu schleppen und verteilte sie rund um den Eingangsbereich am Haus, um das Schlimmste noch zu verhindern. Meine Freundin und die Kinder schleppten auch alles an, was zu greifen war. Pflastersteine, Bierbänke, Tische, alles wurde vor das Haus gelegt, in der Hoffnung, das Wasser zurückhalten zu können. Während wir dies taten und einfach nur funktionierten wie Roboter, kam das Wasser immer näher. Auf einmal, so war zumindest mein Empfinden, blieb das Wasser ca. 20 Meter vor dem Haus stehen. Ich dachte, oh Mann, vielleicht haben wir Glück. Das war irgendwie so der letzte Hoffnungsstrohhalm, an den wir uns jetzt klammerten. Aber eigentlich wussten wir alle, dass wir kein Glück haben würden. Leider sollte sich dieses Wissen dann auch relativ schnell bewahrheiten. Um 23.41 Uhr erreichte das Wasser unser Haus. Ab diesem Zeitpunkt standen wir mit den Füßen im Wasser. Es dauerte nicht lange und das Wasser stand knöchelhoch vor unserem Haus. Das, was man jetzt hörte, war das Zischen und das Gluckern des Kanals, der vergeblich versuchte, die Wassermassen, die anrollten, noch aufnehmen zu können. Sehr schnell war aber auch das nicht mehr zu schaffen. Der Wall aus Betonsäcken, Pflasterstein und Biergarnitur hielt erstmal stand. Meine Freundin lief ins Haus und holte den Autoschlüssel. Ich fahre das Auto weg, sagte sie zu mir. Dann begann ganz langsam die Biergarnitur aufzuschwimmen und die Zementsäcke fingen an zu zerbröseln. Das Wasser bahnte sich nun seinen Weg durch den Vorgarten in den Keller. Wir konnten es nicht mehr aufhalten, der Kampf war verloren. Ich sagte zu meiner Freundin, okay, dann fahr das Auto weg, komm aber bitte schnell wieder. Wo soll ich denn das Auto hinfahren, fragte sie mich. Fahr zwei Straßen weiter, das sollte wohl reichen, sagte ich zu ihr. Es sollte leider bei weitem nicht reichen. Wie ich später erfuhr, parkte sie das Auto am Hitparkplatz, circa einen Kilometer weiter weg. Selbst dort stand später das Wasser, wie wir noch erfahren sollten. Sie setzte sich also in ihr Auto und fuhr davon. Ich blieb mit den beiden Töchtern alleine am Haus. Meine Freundin und ich waren ja der Meinung, dass wir uns in ein paar Minuten wiedersehen würden. Ich ging mit den Kindern ins Haus und begutachtete den Keller. Das Wasser drang langsam, aber stetig über die Kellerfenster in den Keller ein. Da ich an der Situation nichts mehr ändern konnte, drehte ich mich wieder um und ging nach oben Richtung Erdgeschoss. Auf einmal gab es einen lauten Knall und das Wasser schoss nur so in den Keller. Ich lief sofort die Treppe hoch. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, was ich da sah. Innerhalb von kürzester Zeit stieg das Wasser von Knöchelhöhe auf circa einen halben Meter. Die Mülltonnen schwammen schon in der Einfahrt und das Wasser stand kurz vor dem Erdgeschoss. Eine halbe Treppenstufe trennte diese braune Brühe noch vor dem Einlaufen ins Haus. Jetzt wurde es unruhig bei uns. Die kleinste Tochter meiner Freundin, Nele, 8 Jahre alt, brachte ihre Vögel und den Hasen Bobo in Sicherheit, während ich mit Hanna, 16 Jahre alt, den Fernseher eine Etage höher beförderte. Das alles dauerte circa 2 Minuten. Als ich die Treppe runterkam, stand das Wasser schon 2 Zentimeter hoch im Erdgeschoss. Das Wasser drang mit so einer Kraft ins Haus ein, dass die Stühle in der Küche schon umfielen. Mich packte die Panik und ich sagte zu den Kindern, sie sollen ein paar Sachen einpacken. Unterhose, Socken, Zahnbürste etc. Wir müssen hier weg. Alles ging in dieser kurzen Zeit so unglaublich schnell, dass man überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, um richtig nachzudenken. Man reagierte einfach auf die Situation in diesem Moment. In der Zeit, in der die Kinder ihre Taschen packten, holte ich noch die Papier- und Biotonne ins Haus. Warum ich dies tat, weiß ich bis heute noch nicht. Die Kinder kamen die Treppe runter. Hanna hatte noch den Hasen Bobo fest an sich gedrückt und so stiegen wir also in die braune Brühe und überließen das Haus den Fluten. Der Plan war, die Bachener Straße hoch, über die Hochstadenstraße, dann über die Schützenstraße, an den Jansenlacken vorbei, über die Weinberge zu meiner Wohnung zu gelangen. Also machten wir uns auf den Weg. Das Wasser war mittlerweile kniehoch. Das Stromnetz war schon lange vorher zusammengebrochen. Ich versuchte, während wir durch das stetig steigende Wasser liefen, meine Freundin über das iPhone von Hanna zu erreichen. Ich wollte ihr Bescheid geben, dass wir auf dem Weg Richtung Weinberge sind, aber sie war nicht zu erreichen. Die Leitung war tot. Während ich Nele an der Hand hielt,
ging Hanna direkt hinter uns durch diese braune Brühe. Es roch nach Benzin und Diesel, überall. Ich hatte das Gefühl, dass das Wasser mit jeder Minute stieg. Auf einmal schrie Hanna: Hilfe, da ist etwas an meinem Bein. Ich drehte mich sofort um. Es war ein großes Stück Holz, das an uns vorbeitrieb. Es hatte Hanna von hinten an den Beinen erwischt. Dann sah ich, dass von hinten, wir gingen mit der Strömung, Mülleimer angeschwommen kamen. Drei Mülleimer schwammen direkt an uns vorbei. Ich sagte zu den Kindern: Kommt weiter, wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Das Wasser stieg indes immer weiter an. Kurz vor der Hochstadenstraße schwamm plötzlich ein Auto neben uns und bewegte sich auf uns zu. Links neben uns war eine Mauer und ich hatte Angst, dass uns das schwimmende Auto an der Mauer zerdrücken könnte. Die Strömung trug das Auto dann aber nach vorne weg. Plötzlich überkam mich Angst, richtige Angst. Wo ist meine Partnerin? Hat sie es geschafft, das Auto wegzubringen? Wenn ja, wo ist sie jetzt? Wir wollten uns am Haus wieder treffen. Ist sie schon da oder laufen wir aneinander vorbei? Oder ist sie mit dem Auto abgetrieben? War es die richtige Entscheidung, das Haus zu verlassen? Schließlich hatte ich die Verantwortung für die zwei Kinder. Wie geht es meinen eigenen Kindern? Ist bei ihnen in Lorsdorf noch alles in Ordnung? Es war eine absolute Gefühlswaschmaschine in meinem Kopf. So viele Gedanken schossen mir noch nie durchs Hirn. Absolutes Chaos, genau wie hier draußen auf der Straße. Und dann merkte ich: Marco, hier geht es nur noch ums Überleben. Ich versuchte nochmal meine Freundin zu erreichen, aber es war nichts zu machen. Es ging kein Anruf raus. Während mir diese ganzen Gedanken durch den Kopf schossen und ich versuchte, meine Freundin zu erreichen, waren wir schon abgebogen Richtung Schützenstraße. Mittlerweile hatte ich auch Hanna an die Hand genommen. Mit der anderen Hand hielt sie nach wie vor tapfer den Hasen Bobo fest an sich gedrückt. Wir versuchten also so schnell wie möglich in Sicherheit zu kommen, was aber durch die Wassermassen nicht einfach war. Ich erinnere mich, dass sehr viele Menschen zu diesem Zeitpunkt noch draußen waren. Einige wollten wie wir Richtung Weinberge, andere wollten noch ihre Autos retten. Dafür war es aber schon längst zu spät. Andere Leute wiederum kehrten das Wasser aus dem Flur, was aber auch total sinnlos war, weil das Wasser ja immer weiter stieg. Ich denke, diesen Leuten ging es genauso wie mir. Sie machten einfach irgendetwas. Ob das Sinn machte oder nicht, spielt in diesem Moment keine Rolle. Andere Leute standen einfach nur total fassungslos bis zu der Hüfte im Wasser und schauten ins Leere. Ich weiß noch, dass ich bemerkte, dass das Wasser, diese braune, stinkende, mit Dieselöl und Benzin vermischte Brühe, überhaupt nicht kalt war. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass es so war. Überhaupt weiß ich, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht viel fühlte oder wahrnahm. Ich denke, das war das pure Adrenalin, das durch die Adern schoss. Wie gesagt, man machte einfach, ohne groß zu überlegen. Mittlerweile waren wir an der Ecke zur Schützenstraße angekommen und ich hielt erst einmal inne. Ich schaute, wie die Lage war und musste feststellen, dass die Strömung auf der Schützenstraße extrem stark war. Ja, das Wasser schoss förmlich durch die Straße. Ich dachte mir, wir müssen hier jetzt durch, zurück können wir nicht mehr. Also hielten wir uns alle an den Händen, Nele links, Hanna rechts, und so gingen wir ganz vorsichtig, Schritt für Schritt Richtung anderer Straßenseite. Wir waren schon zur Hälfte durch, als ich merkte, dass auf der anderen Straßenseite ein Auto quer in den Fluten hing. Das Auto hatte sich irgendwie zwischen Hauswand und einer Straßenlaterne verkeilt. Ich hatte dieses Auto von der anderen Straßenseite aus nicht sehen können, weil es stockdunkel war. Das Auto wirbelte das Wasser so dermaßen auf, dass ein Strudel entstand, durch den wir unmöglich durchgekommen wären. Es fehlten vielleicht noch 2 Meter, sodass wir auf der anderen Straßenseite erstmal in Sicherheit gewesen wären. Aber dieses blöde Auto macht es unmöglich, auf die andere Seite zu kommen. Ich sagte zu den Kindern: Das schaffen wir nicht, wir müssen zurück. Wir hielten uns immer noch an den Händen fest und bewegten uns ganz langsam zurück. Ein paar Schritte hatten wir schon gemacht. Und dann passierte es. Auf einmal fiel Hanna ins Wasser und wurde mir aus der Hand gerissen. Ich konnte sie nicht mehr halten und bekam sie auch nicht mehr zu fassen. Die Strömung war so stark, dass sie innerhalb von Sekundenbruchteilen nicht mehr zu sehen war. Ich hörte sie noch 2 bis 3 Mal um Hilfe schreien, dann war sie weg. Ihre jüngere Schwester Nele war natürlich am Schreien wie am Spieß und auch ich rief immer wieder: Hanna, Hanna, in die Dunkelheit, aber es kam keine Antwort.
Ich hob Nele hoch und trug sie zurück auf die andere Seite der Straße, wo ein Paar stand, das ebenfalls rüber wollte. Ich setzte Nele auf einen Verteilerkasten, der am Straßenrand stand, ab und bat das Paar auf Nele aufzupassen. Ich ging nochmal zurück auf die Schützenstraße. Ich konnte einfach nicht klar haben, was da gerade passiert war. Ich schrie immer wieder Hammer, Hammer in die dunkle Nacht, aber es kam keine Antwort. Ich sah auf der anderen Seite der Schützenstraße, dass jemand mit einer Taschenlampe oder einem Handy wackelte, um mir wohl etwas zu signalisieren. Ich hörte auch, dass diese Person etwas in meine Richtung rief, aber ich konnte es durch das Tosen des Wassers nicht verstehen. Ich hörte von hinten Nele rufen. Ich wusste jetzt, dass es keinen Sinn mehr machte, noch weiter nach Hannah zu suchen. Also drehte ich mich um und ging wieder zu Nele. So schlimm die Situation auch war, ich musste mich schließlich auch um Nele kümmern. Ich nahm sie auf meinen Arm und überlegte, was wir tun sollten. Das Paar, das neben uns stand, sagte noch etwas, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Jetzt standen wir also hier in diesem schmutzigen Wasser und konnten nicht mehr vor noch zurück. Das Wasser stieg unaufhaltsam und so langsam lief uns die Zeit davon. Was nun tun? Das war die alles entscheidende Frage. Nicht in der Lage, einen richtigen Gedanken zu fassen, ob der Situation mit Hannah, musste ich nun entscheiden, was zu tun war. Wir mussten uns in Sicherheit bringen und es gab keinen anderen Weg, als in ein Haus zu flüchten. Meine letzte Hoffnung war das Haus direkt hinter uns. Ich sagte zu dem Paar, das immer noch bei uns stand, ich klopfe jetzt an der Tür, wir haben keine andere Wahl. Ich ging also mit Nele auf dem Arm Richtung Haus und klopfte an der Tür. Und tatsächlich ein Mann öffnete. Ich fragte, ob er uns reinlassen könne, wir können nicht mehr vor oder zurück. Der Mann ließ uns sofort rein und das Paar hinter uns auch. Das Wasser stand schon im Erdgeschoss und alles schwamm umher. Ich frage mich heute noch, wie er die Tür öffnen konnte. Der Wasserdruck muss doch enorm gewesen sein. Der Mann führte uns ins erste Obergeschoss, wo man uns Handtücher reichte. Dort hatten die Bewohner schon Kerzen aufgestellt. Alles lief wie in einem Film vor mir ab. Absolutes Gefühlschaos. Wir waren bei fremden Menschen erstmal in Sicherheit, froh aus diesen Fluten entkommen zu sein. Die Gedanken waren aber bei Hannah und meiner Freundin, nicht wissend, was mit ihnen passiert ist. Waren sie noch am Leben oder musste ich vom Schlimmsten ausgehen? Diese Ungewissheit war der absolute Horror. Ich versuchte wieder meine Freundin zu erreichen, kam aber nicht durch. Die Leute, bei denen wir untergekommen waren, gaben uns ein Zimmer, in dem ein Bett stand. Ich bemerkte, dass ich mich etwas beruhigte und wieder anfing, klarer zu denken. Wir müssen die nassen Klamotten ausziehen, das war mein nächster Gedanke. Ich fragte den Mann, der uns reingelassen hatte, ob er eine trockene Unterhose für mich hätte. Er sagte, natürlich, und gab mir eine. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bis heute nicht weiß, wie der Mann heißt. Er hatte mir zwar seinen Namen gesagt, genauso wie die anderen Bewohner vom Haus auch, aber ich konnte das alles nicht behalten. Ich bedankte mich bei ihm und ging ins Badezimmer, um die nasse Hose gegen eine trockene zu tauschen. Als ich so allein im Bad für mich war, wurde es mir auf einmal heiß. Ich bekam richtige Hitzeballungen. Schweißperlen bildeten sich auf einmal wie aus dem Nichts auf meiner Stirn und dann brach es aus mir heraus. Die Tränen kamen gelaufen, ich konnte nichts dagegen machen. Ich konnte sie nicht mehr aufhalten. Mein Körper wurde mal heiß, mal kalt. Ein Gefühl, als würden mich überall kleine Nadeln treffen. Mir wurde jetzt bewusst, dass ich in der vergangenen halben Stunde das Leben komplett geändert hatte. Nichts war mehr so, wie wir es kannten. Alles wurde von jetzt auf gleich umgekrempelt. Man wurde mit einer Katastrophe konfrontiert, von der man nie gedacht hätte, dass sie einem passieren könnte. Man wurde mit Ängsten und Panik konfrontiert, die man vorher in seinem Leben nicht kannte. Man musste sich von jetzt auf gleich mit dem Tod auseinandersetzen. Thank you.
bist du dieser Mädchen.
ja, das war ein kleiner Auszug aus meinem Buch und vielen Dank für eure Geduld und fürs Zuhören. Bin ich wieder frei? Ich darf das Schicksal von der Hanna aufklären, denn es ist eine enorme Spannung, wenn man das so hört. Beide, Hanna und seine Freundin, haben überlebt. Die Hanna wurde von einem Mann mit dem Namen Hassan aus dem Strudel gezogen. Und sie hat auch noch den kleinen Hasen an sich gedrückt gehabt, der auch überlebt hat. Wir werden jetzt nochmal mit einer anderen Seite dieses Schicksals, dieses Themas uns einführen lassen, nämlich mit Berichten von Helfern. Der Hauptakteur von denen, die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Dreck gezogen haben, heißt Markus Wipperfürth. In der Nacht auf den 15. Juli verständigt ihn sein Freund Wilhelm Hartmann, beide sind hier und kommen dann auch auf die Bühne. Über eine riesige Community schlägt Markus Alarm und macht sich auf den Weg und Gott sei Dank, viele folgen ihm. Traktorenkolonnen in den nächsten Tagen, zum Beispiel aus dem Westerwald und auch aus Bayern. Die aus Bayern waren 15 Stunden unterwegs. Markus liest aus seinem Buch, wegen dir bin ich hier. Jede Geschichte ist mit QR-Codes für selbstgedrehte Videos hinterlegt. Also ein sehr raffiniert gestaltetes Buch. Sandra Fischer ist die Autorin und kommt auch mit auf die Bühne. Und der Wilhelm, der mit dem ersten Alarm, der ergänzt mit seiner Erzählung und einem Film vom 16. Juli 2021. Damit Sie den weiteren Verlauf des Abends ungefähr einschätzen können, danach kommen zwei Lieder einer Künstlerin, die auch Ahrtal-Helferin ist, und dann machen wir die Pause. Jetzt bitte ich die gerade benannten Markus, Wilhelm, Sandra auf die Bühne. Ich träume, dass ich eine Treppe hinunterfalle. Es gibt einen lauten Knall. Dann nur noch Stille. Ich warte darauf aufzuwachen. Doch dies ist kein Traum. Ich bin wach, aber die Realität, die reale Vorstellung von dem, wie es sein müsste, ist weg. Die Welt ist auf Pause gedrückt. Kein Ton, nur ein Standbild. Menschenleere Straßen, in gespenstische Stille getaucht. Mein rational geprägtes Gehirn kann das Gesehene nicht verarbeiten. Autos, die aus meterhohen Stapeln, aus Bäumen, Weinfässern und Müll herausragen. Wo
kommt das alles her? Welche Kraft hat hier gewirkt? Was ist hier passiert? Frage ich mich immer wieder. Meine Orientierung sagt mir, die Ahr muss zu meiner Linken liegen. Aber zu sehen ist sie nicht. Wie weit müssen die Naturgewalten gewirkt haben? Meine Vorstellungskraft ist überlastet. Mein Kopf fühlt sich dumpf an, wie ein Film. Stumm geschaltet, weil die Bilder allein schon übermächtig sind. Ich funktioniere nur noch. Walpurzheimer Alte Leid 2018 steht auf den schlammverschmähten Etiketten der Weinflaschen, die neben zwei Weingläsern am Kreuz Ecke Walpurzheimer Straße, Pfaffenbergstraße stehen. Was war denn hier los? Überbleibsel eines Gelages, denke ich, und schaue mich um. Kurios, an welche Details sich das menschliche Gehirn erinnert, wenn die Welt plötzlich stillsteht. Dazu dieser Geruch, den du nie wieder aus der Nase bekommst. Dieses Gemisch aus Öl, Gas, Alkohol, Fäkalien und Verrottung. Ein Gestank, der sich in jeder Pore festzusetzen scheint, durch jede Faser dringt. Dieser Geruch wird für mich untrennbar verbunden sein mit jenem Tag, der mein Leben für immer verändern sollte. Funktioniert es ja jetzt, ja. Also mir fällt das jetzt wirklich das erste Mal besonders schwer, hier den Vortrag zu halten nach der Geschichte von Marco. Marco habe ich auch kennengelernt, relativ früh. Und du hast mir genau das Gleiche erzählt. Und das ist eine von vielen Geschichten, die wir ja ständig zugetragen bekommen haben. Jeder Helfer, der hier ist, kennt diese Geschichten. Und es ist wirklich schwierig, das immer für sich zu verarbeiten. Also gerade eben ist es wieder alles irgendwie aufgerissen, das ist schon hart. Ich glaube, für jeden, der hier ist, ist es hart, aber für die Helfer nochmal eine besondere Situation, weil genau das uns so gefesselt hat ins Ahrtal oder in jedes Flutgebiet, weil wir genau die Menschen getroffen haben, vorgefunden haben, zum Teil noch rausgeholt haben aus den Häusern oder Rettungswege freigemacht haben. Das wollte ich einfach jetzt mal dazwischen schieben. Deshalb auch vielen Dank an Manu. Das ist ein Beispiel, wie Solidarität funktioniert. Einer bringt den Stein ins Rollen und die anderen folgen. Und das ist ja heute passiert. Und danke für die Veranstaltung. Meine Geschichte beginnt eigentlich am 14.07. und eigentlich auch schon drei Tage davor oder noch einige Tage mehr davor. Ich bin Landwirt, wie ihr alle wisst. Wir haben Pensionspferde, wir haben mehrere Reitanlagen und dadurch habe ich eine hohe Verantwortung für Einstaller und auch für das Wohl der Menschen bei uns. Dann war die Wettersituation ja dargestellt. Es kamen viele Berichte, dass eine Konstellation stattfinden sollte, die eben für starke Regengüsse sorgt. Und es war von 200 bis 300 Litern pro Quadratmeter die Rede. Und was bei 100 Litern pro Quadratmeter passiert, konnten wir Anfang Juni schon feststellen, weil wir betroffen waren durch ein Gewitter und bei uns ist das Wasser durch die Pferdeställe gelaufen. Und Wilhelm mit Christian Lohmeier, der vielleicht auch ein Begriff ist, haben immer auf mich eingewirkt, haben gesagt, Markus, in Köln geht am 14. die Welt unter. Dann habe ich immer beschwichtigt, habe gesagt, komm, wir warten nochmal. Und ich glaube, 7 Tage bevor das Unglück passiert ist, hat Christian Lohmeier schon gesagt, räumt die Campingplätze in der Eifel. Er hat das konkret so gesagt, ist auch nachvollziehbar. Ja, und dann 3 Tage vor der Flutkatastrophe wurde die Prognose immer schlimmer. Und dann haben wir 3 Tage angefangen, uns vorzubereiten auf den 14.07. Wir haben Schachtringe gesetzt, wir haben Pumpen eingebaut, wir haben Aggregate geliehen vom Erdwehrbauern und haben dadurch auf letzte Sekunde geschafft, unsere Reitanlagen zu schützen und vor den Fluten sozusagen zu retten. Und ja, das habe ich dem Wilhelm zu verdanken, aber nicht nur das. Wir haben dann am 14. den Tag um 22 Uhr beendet. Ich bin dann tot ins Bett gefallen. Meine Gummistiefel waren voll mit Wasser. Aber da ich nicht viel schlafe, genauso wie Wilhelm auch, haben wir, glaube ich, schon nachts um 3 Uhr hin und her geschrieben. Und da startet eigentlich die Geschichte.
Ohne Wilhelm wäre ich nicht ins Ahrtal gefahren. Und da kann der Wilhelm, glaube ich, mehr zu erzählen. Ja, ich möchte auch erstmal alle ganz herzlich begrüßen, möchte mich für die Einladung bedanken und für den tollen Rahmen. Also kann sich sehen lassen, es ist wirklich, wirklich an alles gedacht. Ja, Markus, um an deine Erzählung anzuknüpfen, es ist tatsächlich so, ich bin Gärtner von Beruf, bin schon viele Jahre selbstständig und das Wetter brauche ich immer für meine Planung der Arbeiten im Gartenlandschaftsbau. Wir sind vor der Flut schon über eine kleine WhatsApp-Gruppe miteinander verbunden, der Markus und der Christian Lohmeier sei auch mit hier mit erwähnt. Und der Christian war der Erste, der es festgestellt hatte, eine sogenannte 5B-Wetterlage, Mittelmeerluft, hochfeuchtigkeitsangereichert, zieht nach Deutschland rein, trifft auf Kaltluft und das bedeutet starke Niederschläge. Und auch die offiziellen Wetterdienste haben ja bis zu 351 mm, sprich Liter pro Quadratmeter, im Worst Case prognostiziert über der Eifel. Ja, ich war 2002 und 2013 schon in Dresden im Hochwassereinsatz, auch freiwillig spontan und mit einem Teil meiner Belegschaft. Und wir haben dort ein anderes Szenario des Hochwassers erfahren, konnten aber da auch sehr gut unterstützen, haben uns da dem THW und der Bundeswehr untergeordnet und waren im Team dort aktiv. Das Hochwasser an sich in dem Ahrtal hatte ein ganz anderes Gesicht. Das war eine Flut. Und diese Flut hatte deutlich mehr Gewalt, mehr Kraft und mehr zerstörerische dann eben Bilder hinterlassen. Und ich hatte am 14. abends, ja, es war so 22.30 Uhr, Bilder aus Hagen gesehen. Da gab es nämlich am 14. eben die von Markus geschilderten Starkniederschläge in NRW. Und daraufhin gründete ich sofort eine WhatsApp-Gruppe, holte einen Teil meiner ja, langjährigen und ich sage mal auch sehr strapazierfähigen und treuen Mitarbeiter mit rein, viele Freunde, viele Landwirte und auch den Markus. Und er hat es aber, glaube ich, an dem Abend gar nicht mehr gesehen, weil er dann eben schon so müde ins Bett gefallen war und deswegen hatte ich ihn dann am nächsten Morgen, am frühen Morgen angerufen. Sonst haben wir immer geschrieben, diesmal habe ich ihn angerufen und habe ihm dann eben gesagt, Markus, da ist wirklich was Heftiges am Passieren und schon passiert, wir müssen dahin und es ist ja nicht weit weg von dir, von Fulda aus habe ich knapp 300 Kilometer, lass uns dahin fahren. Ich habe dann bei uns dann auch im Radio schon früh morgens Meldungen gehört, dass es in Schuld schon Tod gegeben hat. Und daraufhin habe ich die WhatsApp-Gruppe, die vorher nur für NRW gedacht war, auf Rheinland-Pfalz erweitert. Und daraufhin sind wir dann morgens um 7:30 schon mit den ersten Fahrzeugen, mit Maschinen, mit Radladern, mit LKWs, mit Motorsägen, mit Notstromaggregaten, mit allem, was man so für so einen Erste-Hilfe-Einsatz braucht, aus der Erfahrung, die man hatte, gestartet. Ich bin vorne weggefahren, über die WhatsApp-Gruppe konnte ich alles gut steuern und der erste Anlaufpunkt war Haribo. Da gibt es jetzt ein Video zu, wo Markus losfährt. Sehr gut. Ja, das dann gibt es dann noch in bewegtem Bild. Ja, prima. Theo, die Nummer 1 bitte. Ich bin nur nass von letzter Nacht, aber ich fahre jetzt los Richtung Haribo, da ist Treffpunkt mit Wilhelm Hartmann und von da aus werden Fahrzeuge koordiniert und Hilfskräfte. Jeder kann irgendwo helfen, sei es finanziell oder eben per Hand oder mit Maschinen und das soll so ein kleiner Aufruf sein. Im Moment, wir saufen alle möglichen Reitanlagen hier auch im Erftkreis ab oder Kreis Euskirchen, weil die Bäche aus der Eifel natürlich bergab fließen und da eben durch die Kreise ziehen. Da wird auch dringend Hilfe benötigt. Von mir sind auch Mitarbeiter unterwegs mit einer Pumpe, mit einem Dieselaggregat, was uns Konstantin Meller zur Verfügung gestellt hat und pumpt Reitanlagen frei. Aber das funktioniert alles nur, wenn wir da
zusammenstehen. Deshalb hier kleiner Aufruf, helft, wo es geht und bietet eure Hilfe an. Mit der Koordination ist das alles schwierig. Wie gesagt, ich ordne mich jetzt runter, fahre danach zu Haribo und schaue, was ich helfen kann. Ja, ich bin hier in Bad 9a. Wie in Trance funktioniere ich? Versuche, das surreal Gesehene und Erlebte einzuordnen in Parameter, die meinem Hirn bekannt sind. Kaum biegt der kleine Schwarze in die Heerstraße ein, fühle ich mich an das Set eines Science-Fiction-Films versetzt. Totenstille, menschenleer, als wäre ich allein auf der Welt. Wieder ein Bild, das mein Gehirn nicht zuordnen kann. Die Feuerwehrleute, die ich schließlich ausfindig machen kann, passen in die postapokalyptische Szenerie. Sie sind gezeichnet von einer Nacht, die tausende Menschen noch Jahrzehnte begleiten wird. Irgendwann in den nächsten Tagen sollten Willem und ich den Begriff der Gefühlswaschmaschine prägen. Und gerade fühle ich mich wie im Schleudergang. Anhand der Bilder, die meine Hinfahrt prägten und ein emotionales Wechselbad aus Unglauben, Verzweiflung und purer Fassungslosigkeit auslösen, glaube ich annähernd ahnen zu können, was die Menschen erlebt haben. Doch wie unwissend ich in Wirklichkeit war, ob der ungeahnten Dimensionen und unvorstellbaren Szenarien, die sich noch vor wenigen Stunden hier abgespielt hatten, sollte sich bald herausstellen. Es ist 13.42 Uhr, als uns die Wirklichkeit einholt. Nachdem unser kleiner Konvoi von der Bundesstraße nach Waldpolzheim abgebogen ist, erwartet uns im Kreisel am Ortseingang ein Gemisch aus Schlamm und braunem Wasser, durch das ich den kleinen Schwarzen lenke. Doch die Waldpolzheimer Straße sieht recht sauber aus, wiegt uns in trügerischer Sicherheit. Aus dem menschenleeren Szenario stechen zwei Fahrradfahrer heraus. Gehölze, Äste, aber auch zerborstene Möbel sind auf Fahrbahn und Bürgersteig verstreut. Doch erst ein Gastank, der scheinbar wahllos vor der ehemaligen Weinbauschule liegt, sollte der Vorgeschmack sein für das, was uns nur Minuten später erwartet. Nur ein paar Meter weiter sollte mein analytisch geprägter Verstand endgültig aufgeben. Meterhohe Stapel aus scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Gegenständen wie Holz, Müll oder Weinfässern, in ihrer Absurdität nur noch gekrönt von Autos, die aus dem unerklärbaren Chaos herausragen, blockieren die Straße, ragen bis in die oberen Etagen der umgebenden Häuser. Noch immer versuche ich zu verstehen, was passiert ist, die Puzzleteile aneinander zu reihen. Da kommt jetzt das Video zu. In der 9a, wir räumen hier, oder probieren hier die Straße zu räumen. Das ist echt übel. Bis hier vorne lag der Müll mit Autos gemischt und ja, eine Person ist wohl noch vermisst, aber der Müll hier oder das Schwemmgut geht noch weiter. Auch hinten die Ecke noch rum. Ja, die Firma Willem Hartmann ist aus Fulda ja gekommen. Die Mitarbeiter mega fleißig hier und ja, wir sind hier im Prinzip alleine. Ich fahre den Kram weg und hier ist kein Strom. Hier sind ganz tolle Hotels und Weingüter und ja, das hier in der Gosse ist tatsächlich Rotwein von ausgelaufenen Weinfässern. Also richtig, richtig übel. Gut, das hier lässt sich alles beheben, aber der Personenschaden, der entstanden ist, ja, heftig. Ja, ich denke, wenn man sowas sieht und überhaupt gar nicht sowas kennt, ich habe zwar beim Malteser Hilfsdienst Zivildienst gemacht, aber weil ich kein Blut sehen kann in der Verwaltung und dementsprechend war das für mich wirklich eine Apokalypse. Ich habe in meinem Leben niemals damit gerechnet, dass ich das vorfinde. In meiner Naivität dachte ich, ich nehme das Gummistiefel mit, eine Schaufel habe ich auch auf dem Haken, Liftcontainer und abends fährst du wieder nach Hause und dann ist sozusagen erstmal geräumt. Ich wollte mich ja nur als Traktorist sozusagen zur Verfügung stellen und als ich dann in dem Bereich über eine Mauer klettern wollte, um zu schauen, wie weit die Anschwemmungen liegen ins Dorf rein, da lag dann eine abgedeckte Leiche und das sind eben so die Sachen, die einem dann den Atem nehmen tatsächlich. Also das war für mich einfach
schwierig zu entscheiden, willst du das jetzt weitermachen oder schaffst du das überhaupt oder fährst du lieber wieder nach Hause? Aber das hätte ich nicht machen können. Also das war für uns klar, dass wir da räumen müssen, damit überhaupt Rettungskräfte durchkommen können. Und jeden Zentimeter, den wir geräumt haben, wurde ja mehr klar, dass wir sozusagen die Pioniere sind vor Ort. Also das war, da lief zum Teil ja noch der Schlamm aus dem ersten Stockwerk raus. Und dann hat man sich gefragt, war da jetzt schon einer drin? Und man hat nachgeguckt. Und für mich war eigentlich sowieso klar, dass alle evakuiert sind. Für mich war das von vornherein klar, wir fahren dahin und räumen nur die Straßen auf. Und wir haben nicht mit Menschenschäden zu rechnen. Natürlich mit Tierschäden, weil Bauernhöfe nicht so schnell die Tiere vielleicht weggekriegt haben. Das waren auch die Infos, die bei mir ständig ankamen von Reitanlagen, die leere Stellplätze suchten, weil sie ihre Tiere evakuieren mussten, wenn sie denn überhaupt noch vorhanden waren. Und für mich war das einfach unfassbar, was da auch jetzt im Nachhinein, wenn man es betrachtet, an Versagen stattgefunden hat. Ja, dazu möchte ich noch ergänzen, dass es wirklich so war, dass die örtlichen Hilfskräfte, die örtlichen Feuerwehren und Rettungsdienste ja schon eine Nacht des Horrors hinter sich hatten. Und die waren natürlich durch die Hölle gegangen. Die haben um ihre eigenen Kameraden bangen müssen, die stundenlang in Bäumen oder an Laternen hingen und die konnten sie nicht retten. Und das war eben auch für uns, ich sage jetzt mal, der Vorteil, unsere Köpfe waren soweit noch frei. Die Örtlichen haben wirklich alle getan, was sie konnten und da gibt es niemanden zu kritisieren. Die Kritik muss an höherer Stelle angesiedelt werden. Es ist so, dass wir dann entsprechend, und ich glaube, da kommt jetzt auch nochmal ein Video, dann eben die Reichweite, die natürlich Markus noch mehr hat, aber dann eben genutzt haben über die landwirtschaftlichen Kanäle, über Facebook, dann eben die Welle der Hilfe nach der Flut dann auch ins Ahrtal zu holen. Und da gibt es auch noch ein Video dazu. Guten Morgen, heute ist Freitag, ich glaube der 16. Schaut mal, wer hier ankommt. Hier kommen jede Menge Landwirte. Super Jungs. Alles Gute organisiert. Das ist keine Bundeswehr. Das ist kein BHW. Das sind unsere deutschen Landwirte aus dem Westerwald. Schaut euch das an. Heute werden wir was bewegen. So geht das. Unbürokratisch. Ehrenamtlich. Schaut euch das an. Diese Bilder müssen jeden erreichen. Jeden, der mit unserer Landwirtschaft Schluss machen will hier im Land. Denn dann ist das hier nicht mehr. Wie weit das noch geht, das ist Handrecht aus dem Westerwald für Arbeiter. Mit Hilfe, mit Arbeiter, mit allem, was die landwirtschaftliche Infrastruktur bieten kann. Darin funktioniert. Ja, da stehen keine rechtlichen Karten, die bei der Bundeswehr der Kaserne. Tut mir leid für die harten Leute. Die sind aber da. Also, mindestens 50 Fahrzeuge plus Besatzung. Überlegt mal, wie viele Tausend oder diese da jetzt hier durchgehen. Und sie werden heute und morgen ihren Dienst hier freiwillig verrichten. Wir werden hier die Hilfsorganisation unterstützen, die Örtlichen, die leider Gottes total überfordert sind. Und ich sage euch eins. Überlegt euch, die deutsche Landwirtschaft abzuschaffen. Hier ist der Beweis, Leistungsstärke, Zusammenhalt, gemeinsam sind wir stark. Also, danke schon mal an jeden einzelnen von euch. Danke. Ja, liebe Freunde, meine Stiefel, darf ich
möchte mich hier, oder wir möchten uns natürlich bei euch allen hier bedanken, auch aus Bayern und aus Norddeutschland, egal woher, von überall ist die Hilfe angerollt. Ihr seid 15 Stunden gefahren, habt euch auf den Traktor gesetzt, zum Teil aus Österreich mit Streitbaggern gekommen. Das war das, was wir ja vermitteln wollten. Wir haben Probleme gezeigt, wir haben euch per Bild, per Video gezeigt, was wir brauchen, und ihr habt direkt reagiert und seid gekommen. Und das ist einfach so eine unfassbare Welle, die mich so wahnsinnig stolz macht und mir den Glauben auch wieder an unsere Gesellschaft zurückgegeben hat, dass ich einfach nur mal hier Danke sagen möchte. Wilhelm hat es ja schon vorweggenommen mit dem Video, aber mein Kanal, mein Facebook-Kanal, den habe ich ja vor ca. 8 Jahren gegründet, um eben darzustellen, wie wichtig die Landwirtschaft für uns ist. Und dass man das als Fundament sehen kann, auch für einen schnellen Einsatz, wenn Probleme irgendwo sind, ob es der Waldbrand ist, ob es eine Überschwemmung ist. Schwere Geräte können nur wenige Menschen bedienen hier im Land oder haben die auch zur Verfügung. Und es war für mich, so schlimm die Katastrophe war, eine Freude, zwischen den ganzen Baggern herzugehen und zu sehen, wie Hand in Hand gearbeitet wird, ohne dass man Worte austauschen muss, sondern allein durch die Erfahrung, durch das Sehen. Mein Vater hat immer gesagt, man muss die Arbeit sehen. Und das ist genau das, worauf wir uns verlassen konnten. Und das ist einfach ein Potenzial, was wir hier in Deutschland haben, was man niemals vernichten darf. Das ist ein hartes Wort, aber die Landwirtschaft wird hier gerade abgewickelt in Deutschland und das ist ein schwerer Fehler. Ja, und wir sind ja heute hier, um weiterhin den Betroffenen im Ahrtal zur Seite zu stehen. Es gab jetzt kürzlich eine Veröffentlichung einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die freiwilligen Helfer im Ahrtal verantwortlich zeigt, die veröffentlicht hat, dass nur noch 10% der Betroffenen Spenden bzw. Sachspenden benötigen. Wir sehen das anders. Der Bedarf ist deutlich höher. Und ich soll auch mal ganz liebe Grüße vom Tibor Schadi ausrichten aus Erftstadt von Baustoffspenden NRW. Der Tibor Schadi ist jetzt gerade mit seinem Baustoffspenden NRW in Erftstadt, wo es schon für Millionen kostenlose Baustoffe für die Betroffenen gegen Betroffenheitsbescheinigungsvorlage gegeben hat. Er ist jetzt konfrontiert, dass zum 30.06. der Betrieb dort eingestellt werden soll. Und da bitte ich, geht mal bei Facebook drauf, Tibor Schadi, freiwilliges Krisenmanagement oder Baustoffspenden NRW, und stärkt ihm argumentativ den Rücken. Er braucht die Unterstützung von außen und somit kann er dann mit seinem Team weiterhelfen. Und am 30.06. diesen Jahres ist definitiv die Hilfe noch nicht vorbei. Rätselslösung, ich bin's, die Annette. Ja, man hat es aus der Reaktion gehört im Saal, sehr ergreifend, aber auch sehr mitreißend, wie ihr emotional eure Erlebnisse geschildert habt und wie wir dann auch auf Bildern sehen konnten, diese Traktorenkolonnen, was sich alles in Bewegung gesetzt hat. Aber ich denke mal, der Hinweis von dir am Schluss ist sehr gut. Es ist noch nicht zu Ende gebracht. Und deshalb sind wir auch heute hier und wollen das ja auch weitertragen. Es ist ja nicht, dass jeder Einzelne für sich das nur hört, sondern wir wollen das auch weitertragen und hoffen und wünschen, da noch mehr bewirken zu können. Ich habe mir auch vorgenommen, in nächster Zeit, sobald es geht, einen Ausflug, was heißt Ausflug, eine Fahrt ins Ahrtal zu machen, um das wirklich auch nochmal zu sehen. Mir sind die Ortschaften bekannt von den Namen, aber ich selber war noch nie dort. Also vielen Dank für diese Art, das vorzustellen und auch mit der Lesung aus dem Buch. Gerne.
Wir erleben jetzt noch eine Künstlerin, die selber Helferin ist im Ahrtal, Annie Ogresiano. Sie ist auch Gewinnerin schon gewesen bei Voice of Germany und sie wird uns vortragen Run with me und Rise me up. Und anschließend können wir dann so eine 20-minütige Pause machen, wo man mit ins Gespräch kommen kann oder sich mit einem Getränk versorgen. Wir werden dann in den zweiten Teil einsteigen, der kürzer sein wird als der erste. Vielen Dank und nun Annie zu dir. Ich wollte die Zeit, in der ich so lieb aufgebaut wird, für mich nochmal nutzen und zu sagen, ich bin nicht hier zum Quatschen, aber eigentlich zum Singen, das werde ich auch machen. Aber es hat mir gerade irgendwie alles nochmal ins Gedächtnis gerufen, weshalb wir hier sind und weshalb wir uns weiterhin für das Ahrtal einsetzen, weil wir haben, glaube ich, als Helfer, ich kann nur von Helfersicht sprechen, erlebt, wie es ist, Menschlichkeit vor alles andere zu stellen. Und das darf nicht verloren gehen. So, Markus übernimmt wieder. Tschüss. Jetzt bin ich wieder ein Kamerakind. You raise me up.
Das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich manchmal ins Gedächtnis zu rufen. Ja, warum wir alle hier sind und das so leicht ist zu vergessen. Über diese ganze Zeit, wenn man halt eben Marco und Markus, wie ihr das beschrieben habt, funktioniert. Und Musik ist so irgendwie für mich das Einzige, was ja, mir manchmal dann das Ventil geschaffen hat zwischen Funktionieren und Fühlen, weil man kann nicht helfen und fühlen gleichzeitig. Das funktioniert nicht, das muss man trennen. Und, ja, heute sind wir hier zum Fühlen. Bei The Voice of Germany und habe mir damit einen lang ersehnten Traum erfüllt und ja, ihr alle seid maßgeblich daran schuld, dass ich das Ding gewonnen habe. Und ich hatte da die Möglichkeit, mit einem wundervollen Künstler namens Callum Scott zusammen einen Song aufzunehmen und zu performen. Und ja, Callum Scott ist gerade auf Tour, was völlig okay ist. Deshalb werde ich den alleine singen und ja, vielleicht kennt der eine oder andere den und ja, der ist für euch. Wer hat das Keyboard? Auf die Beine gestellt haben. Also, ist alles auch nicht mehr jump with me, jump with me, jump.
geteilt haben und mutig genug waren, ihre Geschichten zu teilen, aber auch zuzuhören und all das irgendwie mitzunehmen. Und ja, entschuldigt mein dürftiges Klavierspiel, meine Hände sind noch ein bisschen zittrig. aber ich danke euch allen sehr für die Unterstützung fürs Teil und für meine persönliche Reise. Dankeschön. Eine starke Persönlichkeit, eine powervolle, und ich kann mir vorstellen, dass du deinem Tal auch einiges mit in die Wege geleitet hast. Jetzt können wir in die Pause, so 20 Minuten. Ja, ich bitte das Licht wieder zu verstellen. Ich schalte euch gleich wieder dazu, 20 Minuten Pause, und gleich gehe ich wieder live. Und ich finde, es ist ein ganz krasser Abend. Ihr habt es ja selbst gesehen. Bis gleich, 20 Minuten, geht's hier weiter, live. Ciao.